Nummer 15. Death House. Death House bringt einen Cast auf mit ein paar der größten Horror-Ikonen wie Dee Wallace, Camille Keaton, Kane Hodder, Bill Moseley, Barbara Crampton und Tony Todd. Im Film werden Agenten zu einer exklusiven Tour im Death House eingeladen, welches ein geheimes Gefängnis ist. Während der Tour geschieht ein Stromausfall und die Agenten kämpfen ab da ums pure Überleben. Das Death House wandelt sich zum Labyrinth, als die furchterregenden Insassen begonnen haben, sie zu jagen. Aber es geht noch schlimmer. Es gibt einen geheimen Raum, wo böse, übernatürliche Wesen hausen und sie können nur die Agenten zur Freiheit verhelfen. Falls ihr Bock auf gruselige Knastfilme habt, dann rate ich euch Death House nur ans Herz. Nummer 14, Annabelle 2. Aber bevor wir die Geschichte von Annabelle 2 erzählen können, müssen wir uns erstmal den ersten Teil anschauen. Annabelle beginnt ganz wie Conjuring. Drei junge Menschen reden mit Ed und Lorraine Warren, zwei der bekanntesten Dämonologen, über ihre Erfahrung mit der verfluchten Puppe Annabelle. Die Geschichte geht in etwa so: Ein junges Paar, John und Maya, kaufen sich eine antike Puppe für ihr erstes Kind. In der ersten Nacht mit der Puppe hört Maya, wie ihre Nachbarn ermordet wurden. Sie wollte die Cops rufen, aber die beiden Mörder griffen sie sofort an. Das Kranke ist, dass die Frau Annabelle ganze Zeit hielt. Die Polizei kam und tötete den Mann, aber die Frau begann Selbstmord. Während sie Suizid begann, floss ihr Blut über das Gesicht der Puppe. Die beiden Mörder wurden später als Annabelle Higgins und ihren Freund identifiziert, welche Teile eines satanistischen Kults waren. Das Paar entschied sich, die Puppe loszuwerden und wegzuziehen, um die schrecklichen Ereignisse zu vergessen. Als sie in ihren neuen Apartment angekommen sind, fanden sie die Puppe wieder auf. Mia versuchte alles über die dämonische Puppe herauszufinden und landete schlussendlich bei Evelyn, eine Frau, die ihr eigenes Kind per Unfall tötete. Evelyn sagte, dass der Dämon die Seele der kleinen Tochter haben möchte und nicht aufhört, bis der Dämon seine Seele kriegt. Nachdem sie einen Priester kontaktiert haben, welcher von der Puppe angegriffen wurde, versuchte Mia die Puppe zu zerstören, aber das bringte nichts. Der Dämon verlangte, dass Mia ihre Seele opfern sollte, um das des Kindes zu retten. Bevor Mia sich selbst umbringen konnte, sprang Evelyn aus dem Fenster, um sich für das Kind zu opfern. Das Paar gab die Puppe weg und sie konnten wieder ein normales Leben führen, aber die Puppe gelangte dann zu einem neuen Besitzer, der Frau in der Eröffnungsszene von Annabelle 2. Annabelle 2 beginnt mit einer Frau und einem Puppenhersteller. Die Frau adoptierte mehrere Kinder und eine Nonne aus dem Waisenhaus, welche außer Betrieb ging. Ihre eigene Tochter starb 20 Jahre vor den Ereignissen von Annabelle 2. Die Kinder aber waren auch nicht in ihrem neuen Zuhause sicher, weil dort sich Annabelle herumtrieb. Obwohl Annabelle von Kritikern nur gemischte Bewertungen bekam, war der Film ein voller Erfolg mit 256 Millionen US-Dollar Profit. Wir werden sehen, was die dämonische Puppe noch so drauf hat. Nummer 13. Suspiria. Suspiria ist ein Remake des 1977 erschienenen Horrorfilms. Der Film handelt um eine jungen Balletttänzerin, welche nach Deutschland reist, um auf einer berühmten Tanzschule zu gehen. Aber auf der Schule geschehen heftige Morde und übernatürliche Sachen. Die Balletttänzerin kommt mitten in der Nacht an, während eines Gewittersturmes. Sie darf leider nicht in der Akademie bleiben, aber sie lernt ein Mädchen namens Pat kennen, die durch die Flure der Schule rennt und komplett verstört ist. Weil Susie nicht in der Schule bleiben kann, schläft sie über Nacht in einem Hotel, während Pat bei einer Freundin schläft. Pat erzählt ihrer Freundin, dass sie grausame Sachen gesehen hat und dass sie die Schule verlassen will, unverzüglich, und das am Morgengrauen. Als sie im Badezimmer ist und aus dem Fenster schaut, findet sie eine Gestalt. Sie wirft einen ganz genauen Blick drauf, aber die Gestalt fasste sie und es erpresste sie gegen das Fenster. Ihre Freundin hört ihre Schreie und kommt zu Hilfe, nur um von einer Gestalt in einer schwarzen Kutte erstochen zu werden. Der Mörder spannte ein Seil um ihr Hals und warf sie durch das Fenster, bis ihr Genick brach und sie endgültig starb. Und das ist nur der Anfang eines immer blutigeren werdenden Films. Trotz der Vorwarnungen beginnt Susie an der Akademie und ab da geschehen nur komische Sachen. Susies Freundin Sarah betonte, dass Pat vor ihrem grausamen Tod wirres Zeug über die Akademie laberte. Die beiden suchten nach Pats Tagebuch, aber das scheint schon gestohlen worden zu sein. Als Susie einschlief und Sarah weiter nach Beweisen suchte, hörte sie Schritte hinter sich und Sarah rannte aus der Szene weg. Die Schritte verfolgten sie, bis Sarah in einen Boden voll mit Stacheldraht fiel und ihre Kehle von dem Mörder aufgeschnitten wurde. Am nächsten Tag erzählte man Susie, dass Sarah die Akademie verlassen hätte. Susie kontaktierte den Psychologen von Sarah und er erzählte ihr, dass die Tanzschule von einer bösen Hexe gegründet wurde. Als Susie in ihrer Schule wieder ankam,
folgte sie den Fußstapfen bis hin zum Büro des Direktors, nur um herauszufinden, dass man Susie töten will und ein Ritual durchführen würde. Susie drehte sich um und sah ihre Freundin Sarah, wie sie an einem Sarg genagelt wurde. Susie schlich davon, aber Helena Marcus, die Hexe, erwachte als geisterhafte Gestalt. Die Hexe befahl den toten Körper von Sarah, dass sie Susie töten solle, aber Susie stechte die Hexe in den Hals. Es schien so, dass die Hexe tot sei. Das Gebäude begann in sich einzustürzen, aber Susie konnte noch fliehen, bevor das Gebäude Feuer fing. Resident Evil The Final Chapter. Die Resident Evil Serie basiert leicht auf den Videospielen. Die Filmreihe hat schon 6 Filme herausgebracht. Der Pharmakonzern Umbrella Corporation ist über die ganze Serie der Feind der Protagonisten. Sie sind verantwortlich für das Erschaffen von Biowaffen, welche eine Zombie-Apokalypse ausgelöst hatten. In dem Film kommen auch hin und wieder die Videospielcharaktere vor die Leinwand, wie Chris und Claire Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker mit ein paar anderen. Resident Evil The Final Chapter ist der Nachfolger von Resident Evil Retribution und der letzte Teil der Serie. Der 3D-Science-Fiction-Action-Horrorfilm verfolgt Alice und ihre Freunde, wie sie versuchen, Albert Wesker zu stoppen, weil er alle Umbrellas sucht, um die restlichen Überlebenden der Zombie-Apokalypse zu töten. Was schlimm ist, dass Alice ihre übermenschlichen Fähigkeiten verloren hat, was die Chancen zur Rettung der Menschheit deutlich verringert. Freitag der 13. Das Horror-Kult-Franchise Freitag der 13. tritt bis heute auf verschiedenen Medien auf, wie Comics, Bücher, Serien, 12 Filmen und sogar ein Videospiel. Die meisten assoziieren Freitag den 13. mit Jason Voorhees, den maskierten Killer, der als Kind in Camp Crystal Lake ertrank. Aber Jason war nicht in allen Filmen der Mörder. Erst im 2. Teil trat er als Antagonist auf und erst ab dem 3. Teil bekam er seine berühmt-berüchtigte Hockeymaske. Im 1. Teil ist der Hauptantagonist die Mutter von Jason, Pamela Voorhees. Ihr Motiv für das Töten der Teenager war das Wiedereröffnen des Camps, wo Jason starb. Pamela schaffte es, einige Teenager zu töten, aber Alice Hardy überlebte, weil sie Pamela Voorhees mit einer Machete köpfte. Im 2. Teil findet man heraus, dass Jason überlebte und erwachsen wurde. Er kehrte zurück, um seine tote Mutter zu rächen. Er brachte Alice und verschiedene Camp-Insassen um. Ich weiß leider nicht, was im neuen Freitag den 13. passieren wird, aber es wird gemunkelt, dass es eine komplett neue Grundgeschichte geben soll, mit Pamela und Jason Voorhees. Halloween. Wie Freitag der 13. ist Halloween Kult. Das Franchise erstreckt sich über Comics, Bücher, ein Videospiel und 10 Filme. Michael Myers ist der maskierte Killer des Franchises. Schon als Kind war er böse. Er wurde in eine Nervenanstalt geschickt, weil er seine ältere Schwester tötete. Als er 15 Jahre später von der Anstalt floh, entschied er sich, den Rest seines Lebens mit dem Stalken und das Töten in Towns Fork of Haddonfield, Illinois zu verbringen. Falls der Remake wie der Film aus 1978 wird, können wir uns auf sehr viel Blut freuen. John Carpenter sagte zum Film, dass 38 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils, dass er dabei helfen will, dass der 10. Teil der gruseligste Film im Franchise sein wird. Zurück zur Geschichte. Ein Jahr ist vergangen, seitdem Michael Laurie Strode terrorisierte. Michael wird für tot gehalten, aber er lebt noch in Laurie's Träumen weiter. Dr. Loomis, Michaels Psychiater, machte dank Michaels Morden Profit durch seine Bücher. Michael selbst hat Visionen über seine Schwester Deborah. Laurie's Halluzinationen werden wahr und sie beginnt selbst mit dem Morden. Nach dem Lesen des Buches von Dr. Loomis war es klar, dass Laurie die Schwester von Myers ist. Auf einer Party, wo Laurie auch da war, kreuzte Michael auf und tötete Laurie's Freunde. Aber Laurie und ihre Freundin Mia konnten nach Hause fliehen. Dennoch kam Michael hinterher und tötete Mia und griff Laurie an. Laurie schaffte es, einen Autofahrer anzuhalten, aber auch der Fahrer wurde von Myers getötet. Laurie saß nun im Auto und Michael warf das Fahrzeug um. Laurie wurde bewusstlos und Myers brachte sie zu einer Farm. Laurie bekam ab da Halluzinationen, wie sie vom jungen Michael erstochen wurde. Dr. Loomis kam auf einmal, um mit Michael zu reden, aber Myers tötete ihn. Ein Sheriff, welcher oben am Dach auf Michael wartete, erschoss Myers und tötete ihn. Damit befreite er Laurie von den Halluzinationen. Laurie ging zu Michael und flüsterte ihm ins Ohr, dass sie ihn lieben würde, und sie stach ihn mehrere Male in die Brust. Nun ist Laurie in einer Nervenheilanstalt.
und die letzte Szene zeigt, wie sie sich die Maske von Michael Myers aufsetzt und wie sie ihre Schwester Deborah anlächelt. Nummer 9, Flatliners. Das ist ein Sequel und ein Remake zugleich von einer der gruseligsten 90er Sci-Fi-Horrorfilme. Der originale Cast war nur von Stars besetzt, wie Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon und William Baldwin. Sutherland kehrt wieder in seine originale Rolle zurück und Ellen Page ist auch im Cast drinnen. Im Internet gibt es keine Informationen über den Handlungsstrang im neuen Film, also werde ich euch die Story des ersten Teils erzählen. Im originalen Film folgt ihr Nelson, ein Medizinstudent, welcher sterben will. Er möchte erfahren, was nach dem Tod passiert, und seine Klassenkameraden versprechen ihn wiederzubeleben, nachdem sein Puls für eine Minute stillsteht. Das Leben nach dem Tod, welches Nelson gelebt, sind Visionen seiner Vergangenheit. Er sieht sich selbst als kleiner Junge, wie er gemobbt wird. Als Nelson wieder erwacht, wollten die anderen Studenten auch sterben, um zu sehen, was nach dem Tod passiert. Joe findet sich in verschiedenen erotischen Versionen wieder. David sieht in seiner Version ein kleines Mädchen, welches gemobbt wurde. Zurück in der echten Welt beginnen sie zu halluzinieren. Alles, was sie nach dem Tod sahen, wurde wahr. Die Mobbingopfer wurden zu Mobbern. Sie schlugen, beleidigten ihre Mobber. Joes Zukunft mit seiner Frau wurde durch seine Version zerstört. Schlussendlich entschied sich Rachel, das Leben zu nehmen. David versuchte sie daran zu hindern, weil sie diese grauenvolle Halluzination bekam, aber die anderen haben ihr Puls schon auf Null gebracht. Beinahe starb Rachel wegen eines Stromausfalles, aber sie konnten dennoch gerettet werden. Sie halluzinierte, wie ihr Vater sich vor ihren Augen umbringt. Die alle entschieden sich, ihre Vergangenheit zu stellen, um die Halluzination zu zerstören. David besuchte das Mädchen, welches er gemobbt hat, und entschuldigt sich bei ihr für sein Verhalten. Er spürt ein süßes Gefühl der Freiheit, als sie seine Entschuldigung akzeptierte. Nelson hatte aber kein Glück. Sein Opfer tötete ihn mit einer Kletteraxt. Joe hatte auch kein Glück. Seine Frau machte mit ihm Schluss. Und Rachel bekam eine Entschuldigung von ihrem Vater, weil er sie im Stich gelassen hat, weil er sich selbst tötete. Die Fortsetzung wird den gleichen Handlungsstrang folgen wie der erste Teil. Nummer 8. Insidious 4. Insidious ist der vierte Teil der Serie. Lass uns gemeinsam die Vorgeschichte von Insidious verfolgen. Elise Rayner, einer im Ruhestand stehenden Parapsychologin, nahm Kontakt mit Lilith auf. Aber schnell bemerkte Elise, dass sie nicht mit Lilith Kontakt aufgenommen haben, sondern mit einem unbekannten Wesen. Sie sagte zu Quinn, dass sie keine weiteren Versuche starten sollten, um Lilith zu kontaktieren. Quinn beginnt Visionen von einer unnatürlichen Gestalt zu bekommen. Dann wurde Quinn von einem Auto erfasst und sie brach sich die Beine. Ab da konnte sie sich nicht mehr bewegen. Und ab da an war sie im Apartment des Vaters gefesselt und die Gestalt begann sie zu verfolgen. Die Gestalt wurde immer stärker und gefährlicher, bis sie schlussendlich Quinn im Badezimmer hin und her warf. Sean ging auf Elise zu und fragte, ob er sie helfen könne, aber sie lehnte ab, weil sie weiß, dass das Eindringen in der dunklen Welt böse Seelen in die reale Welt locken würde. Aber Carl, ein Freund von Elise, überzeugte sie, ihre Fähigkeiten zu nutzen. Quinn wurde von einem Dämon besessen und Elise willigte ab da ein, was zu tun. Elise drang immer tiefer in die Welt ein, dank der Hilfe einer Seele, welche auch ein Opfer des Dämons war. Der Dämon stellte sich als die Frau in Schwarz heraus. Elise besiegte die Frau in Schwarz und kehrte in die echte Welt zurück. Quinn muss ihren Dämon selbst besiegen, aber der Dämon scheint zu gewinnen. Elise versuchte sie zurückzubringen mit der Nachricht eines Nachbarn über Lilith von Lilith, der Mutter von Quinn. Lilith erschien, um ihre Tochter Quinn gegen den Dämon zu helfen, damit sie wieder zurück in die echte Welt landet. Am Ende des Films sieht man, wie Elise nach Hause kommt und sie entdeckte eine Gestalt von draußen, die sie anstarrt. Elise' erster Gedanke war, dass es ihr toter Ehemann sei, aber sie fand schnell heraus, dass es ein Dämon war. In der letzten Szene sieht man den Dämon des ersten Teils direkt neben ihr. Nummer 7, Jeepers Creepers 3. Trish Jenner kehrt wieder zurück, aber diesmal als Mutter von Derry. Sie nannte ihn nach ihrem Bruder, welcher vor 23 Jahren getötet wurde. Sie hat Albträume, dass ihr Sohn das gleiche Schicksal teilen wird. Deshalb nahm sie sich es zu Herzen, den Creeper zu töten. Mit der Hilfe von Jack Taggart Jr. und Senior, welche im zweiten Teil vom Creeper verbrannt wurden. Trish sucht nach dem Creeper und tötet ihn für alle Male. In Jeepers Creepers 2 wird Billy Taggart von einer Vogelscheuche entführt. Am nächsten Tag warf der Creeper ein Knochenfragment gegen den Reifen eines Schulbusses und der Bus blieb stehen. Minxie, eine Cheerleaderin im Bus, hat eine Vision von den ersten Opfern des Creepers. Beide Opfer warnen sie, dass der Creeper kommen wird.
Als der Bus stehen blieb und alle ausstiegen, entführte der Creeper den Fahrer und die Lehrer. Alle rannten wieder zum Bus zurück, aber Minxi und ein paar andere Schüler schafften es nicht, dort anzukommen. Minxi wird bewusstlos und bekommt eine Vision von Derry, ein weiterer Opfer vom Creeper. Er sagt ihr, dass der Creeper immer am 23. im Frühling aufwacht und mit dem Jagen beginnt. Er jagt, weil er seine Organe mit denen seiner Opfer tauschen möchte. Die Taggarts inspizierten den Bus, nachdem sie mehrere Notrufe hörten. Sie erreichten die Schüler übers Radio, aber der Creeper jagte weiter nach den Schülern. Taggart erschien und erstach den Creeper, während die übrigen Schüler den Creeper mit einer Harpune erschossen. Bevor der Creeper sterben konnte, fiel er wieder in den Ruhezustand zurück. Mehr als 2 Jahrzehnte später ist der Creeper eine Touristenattraktion auf Taggarts Farm. Die Touristen lachten den Creeper aus, aber Taggart lacht nicht. Er wartet mit einer Harpune neben den Creeper, weil er weiß, dass er eines Tages wieder aufwachen wird. Nummer 6. Split. M. Night Shyamalan, der Mann hinter dem sechsten Sinn, ist wieder zurück. Split ist sein neues Werk und der Film hat auch eine Starbesetzung mit James McAvoy, Anya Taylor-Joy und Betty Buckley. Split wird als der geistige Nachfolger von Unbreakable angesehen. In Split werden 3 junge Mädchen, Marcia, Claire und Casey, von Kevin entführt, welche mehrere Persönlichkeiten besitzt. Er sperrt die Mädchen alle in einem Raum unter einem Zoo ein. James McAvoy im Film Kevin besitzt eine Persönlichkeit eines 9-jährigen Jungen, einer Ehefrau und eines paranoiden Freaks. Im Laufe des Filmes findet man heraus, dass Kevin mehr als 20 Persönlichkeiten besitzt und eine ganz bestimmte Persönlichkeit erschaffen will. Was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, dass ich gerne Props an M. Night Shyamalan und den gesamten Cast geben will, besonders James McAvoy. Eine Person mit einer Persönlichkeitsstörung zu spielen, ist verdammt schwer, aber er hat es wirklich sehr gut gemeistert. Deshalb Props an den gesamten Cast von Split, besonders an James McAvoy und an M. Night Shyamalan. Nummer 5. World War Z 2. In World War Z 2 wird die Geschichte von Gary Lane, einem ehemaligen UN-Investigator, weitergezählt. In World War Z ist eine Zombie-Apokalypse auf der Welt ausgebrochen. Gary Lane und seine Familie schaffen es, von Philadelphia aus zu fliehen nach New York, wo sie gerettet werden können. Aber bevor sie aus dem Haus gingen, werden sie von Zombies angegriffen. Die Lanes konnten fliehen, dank eines US Air Force Helis. Im Laufe des Filmes findet man heraus, dass Patient Zero ein südkoreanischer Doktor war. Und im Laufe des Filmes erfährt man, dass Nordkorea alle seine Bürger die Zähne auszog und dass man in Israel die Stadtmauern ausbaute. Während Garys Besuch in Israel wird die Stadt von Zombies überrannt. Er schafft es nur knapp, mit einem Passagierflugzeug zu fliehen. Der Flug sollte nach Cardiff, Ireland gehen, aber während dem Flug bricht dort eine Zombie-Apokalypse aus. Gary wirft eine Handgranate, um die Passagiere und sich selbst zu retten. Das Flugzeug stürzte ab. Nur er und Ziegen überlebten den Sturz. Gary lag 3 Tage lang im Koma und er bemerkte, dass die Zombies nur einen gesunden Menschen angriffen. Also initiierte er sich den heilbaren Zombie-Virus, um zu testen, ob seine These richtig war. Während der Suche nach dem Mittel griffen die Zombies an. Gary wurde von den Wissenschaftlern getrennt. Also musste er sich selbst ein Virus initiieren. Die Zombies ignorierten ihn und er nahm alle Heilmittel mit und floh. Gary findet auch noch heraus, dass wenn es keine Menschen in der Nähe gibt, dass die Zombies alle einfach stillstehen. Damit endete der erste Teil des Filmes und wir alle sind gespannt, wie der zweite Teil weitergeht. Nummer 4. Tower of Terror. Tower of Terror wird ein Horrorfilm von Disney sein, welches auf ihrer Attraktion Tower of Terror beruht, oder in Deutsch Turm des Schreckens. Disney versuchte schon früher, Tower of Terror zu vermarkten, mit einem TV-Film, welches im Jahre 1997 erschien. Aber dieses Projekt schlug fehl. Im originalen Film versuchen Journalisten herauszufinden, warum mehr und mehr Menschen im Aufzug in Richtung Hollywood Tower Hotel verschwinden. Es gibt wirklich sehr wenige Informationen über den Film. Aber was man schon weiß, ist, dass der Film von Disney ein sehr, sehr großes Budget haben wird. Hoffen wir, dass es ein guter Film für 2017 wird. Nummer 3. S. Stephen King ist berühmt für seine gruseligen Romane, welche kleine Kinder bis heute Traumas verpasst hatten.
Das Buch mit demselben Titel beginnt mit einem Kind, welches ein kleines Boot aus Zeitungspapier folgt. Das Boot fällt in einem Schlitz und Pennywise, der tanzende Clown, zeigt sich. Er bot dem Kind einen Ballon an, aber das Kind lehnte ab. Dennoch konnte Pennywise das Kind überzeugen, seine Hand in den Schlitz zu stecken. Ab da riss Pennywise den Arm des kleinen Jungen ab und ließ ihn an seinen Verblutungen sterben. Ab da verschwanden mehr und mehr Kinder und es blieben nicht mehr als ein paar Körperteile übrig. 7 Kinder, bekannt als der Loser Club, treffen sich mit den Barons, um sich die Erfahrungen mit den Clown gegenseitig auszutauschen. Im neuen Film bringt Mike Hanlon die Gruppe nach 27 Jahren wieder zurück, weil es wieder da ist. Die 7 Kinder müssen herausfinden, wie sie Pennywise töten, bevor er sie tötet. Ein interessanter Fakt ist, dass seit der Ankündigung des Filmes mehr und mehr Clown-Sichtungen weltweit gab. Falls ihr Interesse an solchen Videos habt, dann verlinke ich euch unten in der Beschreibung mehrere meiner Videos, die ich gemacht habe. Nummer 2, Der dunkle Turm. Ein weiterer Film basierend auf Stephen Kings Roman. Die Hauptrolle im Buch übernimmt Rowan DeChain. Er ist das letzte Mitglied der Ganzlinger. Man kann erwarten, dass der Film im wilden Western-Stil ist, mit ein paar Fantasy-Aspekte. Die Welt, in der Roland lebt, bricht auseinander. Es sind chaotische Zeiten angebrochen, durch die Kriege. Städte und Regionen verschwinden und die Sonne geht im 90-Grad-Winkel unter. Rolands Welt ist sehr komisch. Der Film wird keine direkte Adaption des Buches sein, sondern eher eine neue Interpretation. Im Film findet ein 11-jähriger Abenteurer Jake Chambers Anzeichen auf die Midworld, was eine andere Dimension ist. Er folgt den Spuren und landet in der Midworld, nur um Roland DeChain zu treffen. Roland ist auf einer Mission, den dunklen Turm zu finden, um Midworld vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. Auf ihrem Weg treffen sie viele Monster und kranke Menschen, welche sie davon abbringen wollen, die Welt zu retten, damit sie selbst die Herrscher von Midworld werden. Zwar ist dieser Titel nicht so gruselig wie die anderen Filme auf der Liste, aber der Film wird sehr heiß erwartet, weil der Film seit 2007 schon in Produktion ist. Amityville Awakening. Der Horrorfilm ist der 18. Teil der Amityville-Reihe. Der Film sollte ursprünglich ein Found-Footage-Ding sein, mit einer Fernsehmoderatorin, welche in das berühmteste verfluchte Haus der Welt ging. Sie wollte alles aufklären, ob es dort wirklich spukt, mit einem Team von Journalisten und paranormalen Forschern. Dieses Skript aber wurde schnell verworfen. Nun folgt die Geschichte 3 Kinder, Juliette, James und Belle, wie auch ihre alleinerziehende Mutter Joanne, welche alle gemeinsam ins Amityville-Haus gezogen sind. Aber das Haus scheint verflucht zu sein. Belle bekommt furchtbare Albträume und James geht es immer schlechter und schlechter. Schon bald aber bemerkt die Familie, dass sie im Haus unerwünscht sind. Bob Weinstein oder Weinstein sagt, dass sie sich freuen, wieder einen neuen Teil der Amityville-Horror-Serie zu drehen. Hoffen wir, dass der Film gut wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Links und rechts kommen wir zu weiteren Videos von mir. Abonniert und teilt, falls ihr nichts verpassen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ach ja, vergesst nicht zu liken. Ciao und auf Wiedersehen, euer EV2 Let's Play, alles David von Bros TV. Haut rein!